Hallo, mein Name ist Mina und ich gehe seit 2 Jahren auf ein Gymnasium in Paris. Ich habe auf dieser Schule 5 gute Freunde und eine davon ist Sonja. Sie ist von Anfang an meine beste Freundin und ich würde alles für sie tun. Sonja lebt bei ihrer Mutter und ist ein Einzelkind. Ihr Vater ist vor ihrer Geburt gestorben, doch Sonja war trotzdem immer sehr lieb, verlässlich, fürsorglich und freundlich. Doch seit sie 16 ist, fühlt sie sich von niemandem mehr verstanden. Sie stritt sich jeden Tag mit ihrer Mutter. Du verstehst mich einfach nicht. Sonja! Lass mich in Ruhe! Und schon bald fing es auch mit ihren Freunden an. Sie zog sich immer mehr zurück und hielt uns immer wieder vor, dass sie nicht verstehen. Sie tat anderen Unrecht und wir haben versucht, sie wieder zur Vernunft zu bekommen, doch ohne Erfolg. Eines Tages haben wir wieder versucht, mit ihr zu reden und haben sie zum Wein gebracht. Ich hasse euch! Sie lief nach Hause, doch auch da fing wieder Streit mit ihrer Mutter an. Daraufhin rannte sie nachts in den Wald. Sie war auf alle wütend und entdeckte in der Nacht, dass sie nicht so war wie wir. Seit dieser Nacht verhielt sie sich noch komischer als sonst. Sie schwänzte die Schule, lief immer wieder von zu Hause weg und brach nach und nach den Kontakt zu ihren Freunden ab. Erst bei Nina, Susi, Saskia und Rita und letztendlich auch bei mir, ihrer besten Freundin. Wir wussten nicht, was mit ihr los war und dachten, sie braucht Zeit für sich. Wir dachten, dass sie vielleicht wieder zur Vernunft kommen würde. Doch wir wussten nicht, wie schlecht es ihr eigentlich ging. Wir wussten nicht, was zwischen ihr und ihrer Mutter vorgefallen war und dass ihr Freund sie schlecht behandelte. Woher auch? Wir waren trotzdem nicht sicher, warum sie uns einfach stehen ließ. Wir wären für sie da gewesen, doch sie erzählte uns nichts. Wir haben sie nur seit einer Woche nicht mehr gesehen. Sie scheint wie verschwunden. In den Nachrichten wurde oft berichtet. Und wieder ist ein 16-jähriges Mädchen des Siemens-Gymnasiums verschwunden. Fast jeden Tag verschwand jemand. Und das Komische daran war, dass es Freundinnen von uns waren. Wir dachten, dass Tanja so auch verschwunden wäre wie all die anderen Mädchen. Doch irgendwas sagte mir, dass es nicht so war. Ich versuchte Zeit für mich zu finden und darüber nachzudenken, was genau geschehen sein könnte. Vielleicht war es falsch, genau jetzt alleine zu sein, wo so viele Mädchen verschwanden. Doch ich brauchte einfach Zeit zum Nachdenken. Warum ich ausgerechnet in den Wald ging, wusste ich nicht. Doch irgendwas sagte mir, dass ich mein Leben und das meiner Freunde drastisch verändern würde. Du warst meine beste Freundin. Die Polizei warnt vor uns vor sehrbaren Unwettern und Naturkatastrophen. Warum tut sie sowas? Vielleicht ist sie es doch gar nicht. Ach nein? Und wer bitte soll es dann sein? Nina, tu es nicht! Nina!